Ach Manu, wir sitzen jetzt hier in der leeren HDI-Arena. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn die Hütte hier richtig voll ist? Und gibt es vielleicht einen Unterschied zu letzter Saison? Das ist eine gute Frage. Ja klar, macht es einen kompletten Unterschied. Es macht einfach viel mehr Laune, wenn einfach eine super Stimmung ist. Aber das bekommt jeder mit. Also egal auf dem Rang, auf dem Platz, jeder merkt, dass viel mehr Spaß macht, wenn hier eine gewisse Stimmung ist. Es sind jetzt noch 4 Spiele, Saisonfinale, wenn man das so will. In welchem Fahrwasser sieht denn der Kapitän im Moment das 96-Schiff? Würdest du sagen, ist auf Kurs? Ja klar, sind wir noch auf Kurs. Wir haben alles in der eigenen Hand. Wir können jetzt in den Heimspielen 6 Punkte holen. In den Auswärtsspielen klar wollen wir auch die nötige Punktausbeute holen. 6 natürlich auch. Aber erstmal wollen wir hier zu Hause die Hütte dicht halten und einfach die Spiele gewinnen. Ihr habt jetzt einen ärgerlichen Gegentreffer wegzustecken gehabt gegen Aue. Was wird das denn jetzt für ein Heimspiel gegen Düsseldorf? Ja, was wird das für ein Heimspiel? Ich denke, dass wir wieder vorne raufgehen werden. Dass wir einfach auch die nötigen Konsequenzen haben und die Tore halt machen, die wir brauchen, um zu gewinnen. Und worauf kommt es jetzt in den nächsten Wochen besonders an? Gibt es einen speziellen Fokus auch im Training, woran ihr besonders arbeitet momentan? Ich denke, die gewisse Lockerheit muss einfach da sein jetzt in den letzten Wochen, weil wir arbeiten schon die ganze Zeit unter Druck. Und da den Kopf frei zu behalten, ist halt das Wichtigste. Das wäre jetzt auch die nächste Frage. Alles für den Aufstieg haben wir auch schon vom Trainer gehört. Wie geht man im Kopf mit dieser Situation im Moment um? Und die Tabelle ist ja eng, das wissen wir ja. Die Top 4, für die ist noch alles möglich. Ist man dann auch neben dem Platz fokussiert oder ist man dann eher gewillt, darauf zu achten, dass man genau dann auch mal den Kopf irgendwie frei bekommen kann? Ich sag mal so, es fällt schwieriger, nochmal abzuschalten, weil man halt wirklich immer das Drumherum mitbekommt und halt auch weiß, um was es geht für jeden Einzelnen, für die Stadt und für uns selber halt. Aber ist es so, dass du dir spezielle Momente dann suchst, wo du dich mal rausnimmst oder? Ja klar, machst du einfach weiter leben? Nee, man schaltet halt zu Hause ab. Das ist halt, wenn die Familie da ist, dann hat man andere Gedanken, wenn Kinder um einen herum sind. Das macht schon Spaß. Und tut dann auch gut wahrscheinlich. Ja, klar. Ne? Gibt es irgendwie einen Moment, wie du auf die Mannschaft wirken kannst als Kapitän? Musst du im Moment irgendwie groß auf die Gruppe einwirken oder wie gestaltet sich das? Im Endeffekt, wir wussten alle, auf was wir uns einlassen. Wir wussten alle von Anfang an, dass wir aufsteigen wollen und dass das das übergeordnete Ziel ist. Und jetzt auf jemanden einwirken zu müssen, denke ich nicht, dass es unbedingt nötig ist, weil jeder weiß, was wir erreichen können und was wir erreichen wollen. Letzte Frage. Wie belohnt sich denn Manuel Schmiedebach im Falle des Aufstiegs? Hast du dir schon was überlegt? Ehrlich gesagt, nein. Aber ich will einfach nur aufsteigen. Das wäre das Wichtigste. Wäre Belohnung genug. Ja, genau. Perfekt. Vielen Dank für deine Zeit. Kein Problem. Tschüss.